So, meine lieben Freunde der modernen Unterhaltung, der Nacht und der Freude. Wir sind wieder bei den Fledermausen ab, nämlich bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Oh yeah. In der letzten Folge haben wir... Du haust ab, mein Freund. Geh baden. Eine besonders große, helle Kiste. Und hier drin ist ein kleiner Schlüssel. Das war jetzt nicht asynchron, das war einfach nur, weil ich es wusste. Und hier drin ist eine Herzteilscheibe. Ich finde es aber lustig, da ist ein Herzteil, aber unten links ist es nur als ein Fünftel. Ja, wenn wir noch vier andere davon sammeln, kriegen wir einen Herzcontainer. Und ein Herzcontainer besagt, dass die Person, die einen Herzcontainer sammelt, ein neues Herz oben rechts, oben links auf der Leiste bekommt. Das heißt, er kann sich einen Herzabzug mehr pro Treffer erlauben und die können mich alle mal. Heute mal, ausnahmsweise. Du auch. Du auch kannst mich auch mal. Du komischer Knops. Knops ist eigentlich das Wort. Ich sollte mal die Fackel weglegen. Setzen den Schlüssel ein, dann kommt noch so ein Vollidiot aus der Ecke um die Wäsche rum herum. Da irgendwie sowas. Was eine Art halt. Genau. Oh, noch mehr Vollidioten. Bam. Ja, das ist das Schöne an Fernkampfwaffen. Man kann damit Gegner schön aus der Ferne bamsen. Falls Bamsen ein Wort ist. Link. Schlag zu! Spitze, Spitze, jetzt noch kaufen, kaufen, aber was? Nö, danke. Ich rede nicht gern mit Vögeln. Das Taro oder Maru? Ah, ich kann die beiden nicht auseinander. Sollte ich jetzt vielleicht die Gegner schon aus der Ferne betäuben? Bam! Ich bin voll der krasse Super. Voll den Stich, Mann. Ein Stich und du wanderst eher auf den Strich. Nein, das ist jetzt keine Beleidigung gegen das horizontale Gewerbe. Nein. Das will ich nie machen. Und der seltsame Affe und Taro, Schrägstrich Maru, Schrägstrich irgendwas, wurde befreit.
Wenn du nicht gekommen wärst, Link, hätten die mich bestimmt zusammen mit diesem Affen aufgefressen. Ist übrigens ein ziemlich netter Kerl, er wollte mich beschützen und dann sind wir besser zusammen hier eingesperrt worden. Du, Link, bitte sag meinem Vater nichts von dieser Sache, ja? Er sagt uns immer, wir sollen bloß nicht in den Wald gehen, weil es dort viel zu gefährlich ist. Also bitte sag ihm nichts davon, versprich es mir. Okay, Link. Connor hat mir erzählt, dass Taro im Wald verschwunden ist. Da bin ich so schnell wie möglich hergekommen, aber ich glaube, du hast ihn schon nach Hause geschickt. Vielen Dank. Der Wald ist irgendwie seltsam geworden, willst du nicht? Hoffentlich passiert nicht noch Schlimmeres. Aber Link, morgen wirst du endlich nach Schloss Hyrule aufbrechen, nicht wahr? Ich denke, es ist gut, dass ich dir diese Aufgabe übertragen habe. Viel Erfolg, pass gut auf dich auf. Wenn du Glück hast, triffst du sogar auf Prinzessin Zelda. Wer war nochmal Zelda? Ich bin ein Schatzkeks, ich weiß. Natürlich weiß ich, wer Zelda ist, weil Zelda ist, Zelda ist Prinzessin Zelda. Die, nachdem das Spiel benannt wurde. Nee, Prinzessin Peach ist schlimmer. Ich wollte schon Prinzessin Peach mit Zelda vergleichen, das geht natürlich gar nicht. Zusammenhang natürlich mit, lässt sich so oft einspannen, aber nein. Man erinnere bloß an die RPG Mario Spiele oder an an 3D Mario Dingser, wo Peach sich dreimal im Spiel gefangen lässt. Was auch seltsam ist, weil hat die Frau denn echt kein Selbstgefühl und so gut. Hey, Alter, los, mach hinne. Es wird langsam dunkel. Und diesmal sind es 20 kleine Ziele. Oh, Ich hab Angst. Puh. Ziegen auf Rage sind nicht gerade toll. So viele Ziegen. Bewegung. Macht hinne. Rein mit dir. Bona, jetzt hier nicht schlapp machen. Schön rein ins Kästchen da. Oh. Du kleines verdammtes. Ziege auf Ziger in Rage. Nicht. Was ist denn heute los hier? Wieso sind die auf einmal so wütend? Ich hatte das fünfmal schon gespielt gehabt. Fünfmal. Und ich hatte kein Mal eine wütende Ziege. Du kleiner dämlicher Bocke. Na toll. Das ist langsam echt nicht mehr lustig. Das ist ja fast.
Die Aggro-Ziegen vom Du kleiner Mistbock. 2 Minuten 48, also lange habe ich noch nie gebraucht. Bis 12 Sekunden schneller als sonst. Diese scheiß Ziegen on Doom, Ziegen auf Doom, Entschuldigung. Oh, dann. Wieso ist das so ruhig? Ach, deswegen. Hä? Frauen. Oh, Link, schon fertig für heute. Wünsche einen schönen Feierabend. Geh nicht mehr zu lang laufen, du musst morgen der Frau früh raus. Das Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Du solltest dich jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immerhin hat das Hof von Highwood selbst für diesen Geschenk von unserem Dorf gebeten. Ja, schieb uns, Repräsentant, ohne uns zu später beim Hof sein. Ey, hör mal auf zu nuscheln, ey. Ihr habt einen weiten Weg vor euch, also Link, also pass mir gut auf Link auf. Aber was ist das? Was soll das? Das Armatil ist ja verletzt. Link, hast du Epona wieder zu grob angefasst? Aber Ilja, reg dich nicht so auf. Vater! Wie kannst du nur sowas sagen? Du bist der Bürgermeister, also zeig auch ein wenig Verantwortungsbewusstsein. Armes Kleines. Keine Sorge, Epona, ich bring dich gleich zur Quelle im Wald. Der Lichtgeist, der dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen. Wie geil. Aber Ilja. Und Epona kann Link das Geschenk doch nicht rechtzeitig abliefern. Unmöglich, dieses Kind. Wie herrlich. Vater und Schwiegersohn in Spe haben den gleichen Gedanken. Das heißt, ich muss die ganze Zeit laufen. Verdammt. Link, gehst du zu Ilja? Ich würde ja auch, aber die anderen. Du Link, sollst du nicht zusammen mit mir gehen? Okay. Zwischensequenz. Link, wir haben auf dich gewartet. Gestern war so toll. Der Affenjagd, das hat richtig Spaß gemacht. Den hätte ich auch Maru gern mal gezeigt. Okay, hat der Affe doch dich angefangen. Und du, Conan? Alles ist rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Und Papa hat uns ganz doll ausgeschimpft. Total über sowas. Du willst auch sowieso nur bei zu Ilja, oder? Oder hier kommt dir nicht so leicht dabei. Aber sag mal, Link, was ist denn das für ein tolles Holzschwert? Gibst du mir das mal? Wenn ich das nur gestern gehabt hätte, dann wäre ich auch ganz allein zurechtgekommen. Na los, gib schon her. Okay. Hier, nimm. Ich hab Spaß damit. Wow, super! Mit diesem Schwert zeig ich es jedem! Junge, du müsst mal einen Stimmbruch kommen. Dann ist deine Stimme auch nicht so anstrengend. Danke. Deine sind immer so gemein zu mir. Ich verstehe gar nicht, was so lustig daran sein soll, wie so ein Ding durch die Gegend zu schwingen. Das ist doch doof und gefährlich. Und deshalb ist es ja irgendwie toll. Ja, versprochen, ja. Ja, gut. Ich bin überlegen, ob ich den Part...
jetzt beenden soll und die Zwischensequenz, die danach kommt, in den nächsten Part werfen soll? Oder nee, ich mach die noch. Heute kriegt nochmal eine richtig schöne Extra-Portion, extra nochmal drauf. Na gut, gehen wir mal zur Quelle. Link! Denk nicht, du könntest die Epona einfach mitnehmen. Denk mal darüber nach, was du getan hast. Vorher mache ich das Tor auf keinen Fall auf. Ja, du weißt doch gar nicht, was gestern passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, also lass ich es. Aber lass mich es versuchen. Inzwischen kannst du durch den Tunnel da klettern. Jetzt wird sie ein wenig erheblich. So, also leicht, das war so eine kleine herablassende Art. Das, was Link an ihr so mag. Dass sie ihm auch mal zeigt, wer hier die Chefin ist. Große Männer brauchen starke Frauen. Es ist nun mal halt so. Es ist, kann man in allen Geschichtsnachbüchern nachgucken. Sowas gibt's überall. Was? Ich wusste gar nicht, dass da. Aber sag mal, Colin. Link steht einfach daneben und ahnt von nichts. Ich wusste nicht, ob ich das noch über Epona. Link ist ja also immer noch lieber als ich. Nach allem, was er dir angetan hat. Ich hab. Es ist okay, wir keine schlimme Fassung. Wir können also zusammenreisen. Nur eines, Link. Eines musst du mir versprechen. Egal, was auf der Reise so passiert, passt gut auf dich auf. Komm einfach nur wohlbehalten zurück, ja? Oh Gott, was ist da los? Oh, oh. Boom. Ich würde sagen, wir machen immer einen kleinen Cut und sehen uns in dem nächsten Part wieder. Ich meine, ich lasse die Szene noch zu Ende laufen, aber den Rest seht ihr im nächsten Part. Nicht vergessen, einen Daumen hier zu lassen, damit ich weiß, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ich sag schon mal tschüss und bis gleich. Also bis nachher oder bis irgendwann. Was tust du? Was? Was? Wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.